Und wieder einen wunderschönen guten Morgen und danke, dass ihr euch jetzt eine neue Folge von GTA 5 mit mir anguckt. Und, Moment, ich muss hier gerade mal ein bisschen das Mikro richten. Wir haben es jetzt gerade, oh mein Gott. Ja, stimmt, genau, wie spät haben wir es eigentlich? Kurz vor 6:30 habe ich gedacht, knall ich mir noch schnell eine Folge rein, wenn es geht. Wenn ich aber auch nur eine ganz kleine. Und, ja. Gehen wir jetzt mal raus. Was haben wir denn hier? Aber wie läuft der denn? Sieht aus, als hätte er sich eingeschissen in der Hose. Ach ja, wir können ja auch immer zwischen Franklin noch wechseln. Und Michael. Müssen wir sogar. Weil wir haben gerade keine Aufgaben für Franklin. Ist mir gerade aufgefallen. Wo sind wir denn jetzt? Finde ich immer recht interessant, wo wir dann immer hingespawnt werden. Hab euch Schnauze voll. Manche Missionen können nur von bestimmten Charakteren gestartet werden. Blaue Buchstaben stehen für Michaels Mission, grüne Buchstaben für Franklins Mission. Ja, nee, ist klar. Wir sagen, fahren wir mal zu... Ja. Also müssen wir doch zu ihm hin. Hä? Also Fremde und Freaks doch machen, oder wie? Ach, geht doch. Dann machen wir halt die Mission für die schnell. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about touring cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on, shit. All right, then. Shit. She and everything. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, toll. You need to slow it down. Tanisha was right. Jetzt dürfen wir noch für sie Auto fahren, beziehungsweise irgendwelche Autos abschleppen. Yeah. Alright, shit, where we going? Trucks at the Davis Sheriff Impound. Oh man, how did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Franklin Clinton ist ja auch ein geiler Name. I mean, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't. Ah, hier sind wir ja schon angekommen. This JB's truck. Let's go bring the cha-ching, homie. Hey, eine Dose. Na, steig doch mal ein. So, was müssen wir jetzt machen hier? Yo, we on that like ugly on your mama. 10-9, come again? I didn't catch that. It's Tanya, fool, and my boy Franklin. We filling in for JB. Copy that. Hi, Tanya. Car's a junker. Been there for days. 10-7. I'm gone. A bucket. This one should. Look out! Scheiße. This one should be easy. Nein, ich kann nicht fahren. Also ich kann schon fahren, aber nicht mit so einer Kiste. His loss, your gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya, what the fuck happened to you? Okay, I've seen JB do this 100 times. Back up close. Watch out, man. Make sure the hook is down. And it should slide right in. Muss ich mal kurz was gucken? Drücke L, um den... Hi, baby. Back it up nice and steady. Jetzt weiß ich trotzdem nicht, wie man das jetzt an der Tastatur macht. Ich wollte gerne das für beides wissen. Wahrscheinlich hier. Nee. Hey du misslauniger Wichser, ich geb dir den Bagger, den wir geklaut haben.
steht bei Tanjis Hütte. Was? Welchen Bagger? Hä? Ich weiß auch nicht, was er jetzt damit meint. Alles klar. So, ja, stimmt damit. Ach nee, damit geht's auch nicht. Ja, dann verdammt, dann machen wir das halt mit. Oder ist das Steuerung? Okay, Steuerung ist... Ach so, okay, mit Steuerung ist runter. Okay, we are in, baby. Let's get this back to the lot. Okay, alles klar, ich habe jetzt herausgefunden, wie es geht. Die müssen mich jetzt alle durchlassen. Weil ich habe ja ein Blinklicht an. Machen die überhaupt Platz, wenn ich das jetzt so anhabe? Nö. Toll. And I remember you and JB before y'all was dopey. Shit changed. You the one all turfed up. Ah. JB smoking, but he ain't smoking, homie. He out. Ah, was soll denn der Scheiß hier? Die Straße wird ja hier schmaler. Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Schmeiß die andere Alte raus und nimm sie mit. Sie sieht schon so leicht benommen aus. Los. Achso, nach da unten kann man auch wechseln. Alles klar, alles klar. Hab nur gerade noch mal ganz kurz meine Tasten gecheckt am Gamepad. Weil wie gesagt, ich spiele es ja immer so abwechselnd. Also mit dem Gamepad fahre ich ja hier halt rum. Achso. Oh. Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. Macht das Fahrzeug in der Ablieferungszone los. Ja. Okay, you got it. Release that baby. Ich glaube, schöner hätte es keiner machen können. Das war's? Ein Gefallen im Schlepptau. Erweitern. Weiter. Was zur Hölle? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Nee. Er hat keinen Guthaben mehr auf sein Handy, deshalb hat er mich gebeten, Bescheid zu sagen, dass der Job erledigt ist. Aber mit der Ruhe. Seine Allergien machen ihn echt zu schaffen. Was? Was redet die Frau da? Ach ja. Der Hydrant. Das hebt ja immer so ein bisschen das Auto an, das finde ich echt cool gemacht, so die Idee. Naja, jetzt mal Spaß wieder beiseite. Hahaha. Ha, ha. Ich weiß nicht, also mir ist aufgefallen, wenn man ja meistens so ein Let's Play Together macht, ist es einfach so, dass man einfach viel mehr Spaß zusammen hat, weil einfach viel mehr lustige Sachen dabei passieren, als wenn man halt so blind die Story so spielt. Franklin, Fragezeichen, da ist noch ein nächstes Fragezeichen, würde ich mal sagen, fahren wir da schnell hin. Und weil das jetzt Tanja ist, dann muss ich sagen, wirklich Respekt. What? That crazy motherfucker Lamar hasn't got you killed yet? No, not yet. He must be slacking. He's always slacking. He's a fool, bro. Yeah, sometimes. Anyway, talking of fools, what would you say if I told you some fools I knew were running a little racing competition? And as luck would have it, they got this really beautiful silver medal with your name on it. I say go fuck yourself.
bronze medal then? Funny, motherfucker. Ich weiß nicht, ob der schnell ist. Ich glaube eher nicht. Ich denke mal, unser Wagen sollte ausreichen. Ist doch eigentlich ein recht schneller Wagen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass der jetzt irgendwie schlecht ist oder so. Oder ob der irgendwie schlecht beschleunigt. Ja, beiseite hier. Na? Jetzt hier rechts lang. Läuft, glaube ich, gerade ganz gut. Jetzt ist es nur einfacher, alles hier entspanntes Fahren. Gut durchgekommen. Ja, locker. Ist ja denn irgendjemand hat den Wagen hier gerade manipuliert? Genau wie Most Wanted. Boah, das war wieder so knapp gerade. Runde 2 von 2. Alles klar. Ja, tut mir leid, aber die Kurve war gerade einfach so komisch. Da musste ich das einsetzen. Genauso wie hier. Und hier. Das war knapp. Aber gut geklärt. Ja, und wie gesagt, nochmal um drauf zurückzukommen, es ist wirklich einfach so, dass wenn man einfach zu zweit spielt, finde ich, ist es einfach, macht es viel mehr Fun. Und vielleicht kommt da noch in naher Zukunft ein Let's Play Together. Wie gesagt, in naher Zukunft. Ich möchte auch nicht zu viel verraten oder irgendwie zu viel versprechen, denn jeder hat ja irgendwo seine Projekte. Und jetzt hier mit GTA und später dann mit The Witcher 3 und dann noch ja Minecraft möchte ich ja auch noch irgendwie nebenbei machen. Es ist ja auch nicht, dass es irgendwie nur bei denen bleiben soll. Ja, ich sehe ja garantiert auch so noch so, dass ich jetzt auch andere Standen. Cool. 200 plus bekommen. Ja, ist ja halt so, dass man noch andere Projekte hat. Und die anderen, mit denen man das ja zusammenspielen auch, und da muss man sich ja immer arrangieren. Und dann klappt es eventuell mal nicht so ganz, wie man das möchte oder so, und ist dann immer nicht so einfach. Deshalb möchte ich hier auch nicht zu viel versprechen, was man, glaube ich, ganz gut verstehen kann. Der kommt jetzt hier hin. Nein, ich fahre nicht mit der Schrottmühle in die Garage. Ich war nicht mal in der Nähe vom scheiß gelben Punkt. Och nö. Of course I say that po boy is lying. But you know what, it's getting to be a bit much. I have no idea how you cope. Of course I cope. I'm a woman. Ain't that the truth? But girl, I done all that I can do. But you know how boys are. Wait a minute. Oh girl. Whew, hey, how much further? We ain't even gone 5 yards yet. Okay. I know, I'm just asking. This is spirit walking, exercises body. Hat die einen Camel Toe? Das sieht mir ziemlich danach aus. Das ist mir gerade nur aufgefallen. Entschuldigung. So eine Frauenaktivistin. Hey! She's spirit walking this shit now, man. That's just her attempts to. Hey, don't be talking shit about your auntie, man. She got. I mean, she cool as a motherfucker, man. Come on. Entschuldigung, aber ich muss auch mal meinen Kaffee wieder weiter trinken. Why the fuck we can't drive? Around the block with Chop? You need to walk with your fat ass. Okay, you tall, linky son of a bitch.
Ja, und das belassen wir auf jeden Fall für den nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Und ja, damit auf jeden Fall bis zur nächsten Folge und auf jeden Fall Wiedersehen. Tschüss.